Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind richtig krass dabei bei einer neuen Full Face Only Reihe und heute geht es weiter mit einer neuen Drogeriemarke. Ihr kennt sie schon, ihr kennt ein paar Produkte, einige kennt ihr noch nicht, ich könnte es wetten. Und es geht heute um Wet n Wild. In diesem Video gibt es auch eine Verlosung. Wet n Wild war so freundlich, hat mir geschrieben und mich gefragt, ob ich 10-mal die Foundation verlosen möchte. Und Freunde, wenn ich für euch etwas umsonst kriegen kann, warum sollte ich dann da Nein sagen? Selbstverständlich, das Video ist natürlich nicht gesponsert. Ich habe die Produkte zum Teil hierher bekommen. Die Foundations hatte ich mir damals selber gekauft. Es gibt auch schon ein eigenständiges Review-Video zu den Foundations. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut doch einmal hier gerne nach dem Video in der Ecke vorbei. Da verlinke ich euch das Wet n Wild Video mit der neuen Foundation. Denn Freunde, falls ihr mir länger als 3 Monate folgt, wisst ihr, dass meine liebste Drogerie Foundation neben der Catrice die Wet n Wild Foundation ist und die gibt es jetzt neuerdings in einer Dewy Version. Ich habe sie schon getestet, ich mag sie gerne, es kommt aber so ein bisschen drauf an, welche Haut ihr habt. Die originale ist für Leute mit trockener Haut, glaube ich, nicht die optimale. Diese hier könnte aber eine gute Alternative sein. Heißt nicht, dass die für ölige Haut nicht gut ist, aber da kommen wir gleich zu. Freunde, ich freue mich, dass ihr heute hier seid und ich freue mich, dass ihr dran bleibt. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich erkläre euch am Ende, wie ihr teilnehmen könnt. Ich werde das Ganze einmal hier und einmal bei Instagram aufteilen, dass jeder gleichmäßig die Chance hat. Ich habe hier eine Kiste voll mit Make-up und ich würde vorschlagen, wir fangen so ein bisschen mit Primer an. Ich habe 2 verschiedene Primer bekommen. Ich habe einmal den Photo Focus Face Primer. Der ist eher so ein bisschen mattierend. Und dann habe ich den Prime Focus Primer Serum bekommen. Oder das Prime Focus Primer Serum bekommen. Das ist neu und kommt in einer Glasflasche. Die Dewy Foundation ist, wie der Name schon sagt, Dewy. Deswegen glaube ich, nehmen wir beide Primer. Wir probieren erstmal den Matte Primer. Der kommt in so einer ganz klassischen schwarzen Verpackung. Erinnert mich so ein bisschen an die Manhattan Foundation von früher. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Das war die erste Foundation, an die ich mich erinnern kann, dass die... Oh, es kommt schon. That's what he said. Hat keinen eigenen Geruch. Ich gebe mir das nur so ein bisschen in die T-Zone. Fühlt sich aber nicht so matt an. Also, ich weiß nicht, ob ihr die matten Primer kennt. Die fühlen sich ja dann sehr silikonig an. Der jetzt, ja doch, wobei, er trocknet runter. Hat aber so ein bisschen Feuchtigkeit gespendet. Den habe ich jetzt erstmal so ein bisschen auf die Haut gegeben, damit es etwas mattierter ist, was wahrscheinlich gar keinen Sinn gemacht hat. Denn wir gehen jetzt noch mit einem anderen Primer rüber. Und der kommt in dieser Glasflasche. Den habe ich auch noch nicht probiert. Vielleicht folgt ihr mir schon so lange, dass ihr wisst, dass ich schon mal in Wet n Wild... das riecht aber so ein bisschen nach Honigmelone. Ganz zart. Aber ich glaube auch, dass es nur ein Eigengeruch ist. Mit grünem Tee und Rosenwasser. Okay. Ich habe schon mal einen Full Face... Ich bin total verwirrt, Freunde. Das ist nicht meine Zeit. Entschuldigt bitte. Es ist Sonntag, 17.34 Uhr. Das ist 12 Stunden später als das, was ich sonst filme. Aber ich habe morgen ein super wichtiges Telefonat vormittags, was sehr, sehr lange gehen wird. Und da werden die letzten Sachen besprochen für die neuen Produkte, die dieses Jahr kommen. Und da brauche ich natürlich Zeit und das dauert ja immer so ein bisschen länger. Aber fühlt sich auf meiner Haut sehr, sehr gut an. Auch die Kombination. Die Haut fühlt sich gut vorbereitet an, ist jetzt nicht so sticky, ist jetzt aber auch nicht so super trocken. Könnte ich mir vorstellen, dass das eine gute Kombination ist. Wet n Wild ist Drogerie. Es gibt Wet n Wild sogar bei Edeka, glaube ich. Hier bei Edeka in Berlin habe ich es noch nicht gesehen. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr Wet n Wild kennt. Ich habe es sonst immer bei Beauty Bay oder bei Douglas bestellt. Ich verlinke euch das selbstverständlich auch unten. Aber es gibt das auch in der Drogerie. Da habe ich es noch nicht gesehen, weil in Berlin ist es ein bisschen schwierig. Aber you know what's happening here. Gefällt mir gut. Und wir tragen jetzt einfach die Foundation auf. Die kommt hier in so einer Glasflasche mit einem Spatel dran. Das ist nicht so das, was ich gerne mag. Das ist die Dewy. Nee, das ist die Klassik. Ach, herrje. Die kommt auch in einem Glasding und hat hier so einen Spatel dran. Das ist nicht so unbedingt das, was ich gerne mag an Foundations. Ich bin nicht so der Freund mit diesen Glasspateln und dann ins Gesicht und dann hier wieder rein in die Verpackung und so. Naja, aber wir haben ein Wet n Wild Beauty
Sponge. Und mit dem arbeiten wir jetzt einfach die Foundation einmal ein. Ihr kennt sie, wie gesagt, falls ihr die Review zu der Foundation noch nicht kennt, dann schaut euch das Video einmal an, da gehe ich so ein bisschen genauer auf die Foundation ein. Ich finde es immer ganz spannend, wenn ich euch einfach so ein paar Informationen nochmal nachträglich geben kann. Ich trage die Foundation sehr, 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 sehr gerne. Auch das ist so eine Foundation, die erinnert mich so ein bisschen an die Catrice Radiance Foundation. Die kann ich überall mit reinmischen und sie funktioniert immer und überall gleich gut. Die ist nicht ultra dewy. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr diesen extrem luminous Effekt habt, sondern ihr habt ein sehr natürliches Finish. Ihr werdet es gleich sehen. Ich baue mir das so ein bisschen auf und dann ist das Ganze wunderbar. Die Foundation kostet um die 6 oder 7 Euro und da sind 28 Milliliter drin. Also 2 Milliliter weniger als sonst als diese klassische Foundation-Größe. Finde ich persönlich jetzt aber nicht so schlimm, weil die ist halt auch wirklich günstig. Mein Favorite persönlich ist die originale, weil sie mit meiner Haut sehr gut funktioniert. Gemischt, Freunde. Achtung. Mischen. Ich sag's euch immer wieder. Freunde, wenn ihr ein Problem mit einem Produkt habt oder wenn ihr Langeweile mit einem Produkt habt oder ihr zu viel Zeit habt und einfach mal was ganz Spannendes Neues ausprobieren wollt, mischt einfach zwei Produkte. Das kann manchmal wirklich alles retten. Mein Paradebeispiel war die Fenty Foundation. Die hat mit allem funktioniert. Wirklich, mit allem. Ich habe vor allen Dingen die Catrice damit reingemischt und das hat immer perfekt ausgesehen. Ich habe es geliebt. Also die Foundation, absolutes Go. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht so viel auf das Produkt an sich ein. Ich mag es sehr, sehr gerne. Es hält ungefähr 10 Stunden. Dann müsste man ein bisschen pudern, also bei mir zumindest. Ich kann natürlich so bei Foundation Reviews immer nur von mir sprechen, wie es auf meiner Haut funktioniert hat. Es funktioniert sehr, sehr gut. Gemischt mit der originalen, ein Traum, Freunde. Theoretisch müsste ich die jetzt auch gar nicht setten. Durch diese Primer-Kombination sieht das Ganze sehr, sehr schön aus. Ich hole euch gleich ein Stückchen näher ran. Vorher tragen wir einmal Concealer auf. Und da habe ich auch den Wet n Wild Concealer. Auch das ist einer meiner absoluten Lieblings-Concealer. Der Geruch ist nicht der schönste, genauso wie die Original Foundation. Allerdings, ich gehe so ein bisschen mit zwei verschiedenen Farben rein, weil der eine ist jetzt ein bisschen dunkel. Ich mische mir jetzt hier noch die Farbe Light Ivory rein. Ist ein sehr kleines Füßchen, aber der hat eine extrem krasse Deckkraft. Auch der, spottbillig, Freunde. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich wiederhole mich, weil ich die Produkte ja schon mal getestet habe und euch sie auch schon mal gezeigt habe. Ich habe mitbekommen, dass manche gar nicht alle Videos gucken. Ich verstehe es, ich lade dreimal die Woche hoch. Es ist ja viel. Und es ist ja nicht so, dass alle den ganzen Tag darauf warten, dass Maxim endlich mal wieder ein neues Video hochgeladen hat. Aber schaut euch das mal an. Das war wirklich, wirklich gut. Und ihr seht sofort, wie krass diese Deckkraft ist. Der sitzt bei mir perfekt. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Man muss ihn setten, aber ihr seht, zack, alles auskorrigiert. Ich finde, Wet n Wild ist eh so ein bisschen unterschätzt, oder? Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was habt ihr von Wet n Wild, wo ihr sagt, okay, das Produkt habt ihr sehr, sehr gerne. Habt ihr überhaupt schon ein Produkt von Wet n Wild? Weil in Deutschland ist Wet n Wild für mich so ein bisschen unterschätzt, leider Gottes. Ach, ich glaube, es gibt Wet n Wild jetzt mittlerweile sogar auch bei Rossmann online. Das nächste Produkt, Freunde, das kennt ihr schon, das haben auch einige von euch schon nachgekauft, ist das Wet n Wild Soft Focus Photo Focus Pressed Powder. Eins der besten Drogeriepuder, wenn nicht sogar das beste Drogeriepuder, was es gibt. Ihr habt kein Flashback unter den Augen. Generell, diese ganze Reihe ist so gemacht, dass es steht hier sogar hinten, also dass ihr nicht diese Panda-Augen habt, wenn ihr ein Foto mit Blitz macht. Funktioniert tatsächlich. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber das sieht wunderschön unter den Augen aus, generell im ganzen Gesicht. Ich nehme jetzt hier so die falsche Seite, die flache Seite und gehe in das offene, das verlose ich euch. Das ist mittlerweile das vierte, was ich habe davon. So gerne mag ich das. Gehe hier rein und sette damit und es ist sofort mattiert. Es hat eine angenehme Deckkraft. Es ist jetzt nicht so, dass ihr denkt, boom, das ist jetzt nochmal so ein Schwall mehr. Aber es mattiert schön und es hält. Also ihr seht, wie sehr ich dieses Puder benutze, jeden Tag. Ich gehe auch meistens, das machen wir jetzt auch, mit einem Puderpinsel hier rein. Und damit daste ich dann einfach nochmal so ein bisschen rüber, weil das ist so fein. Also das ist zwar ein gepresstes Puder, aber es ist so fein, dass sich das ganz zart über euer Gesicht legt und dann aussieht wie Haut. Ich hole euch gleich ein Stückchen daran, versprochen. So könnt ihr das Ganze, glaube ich, einmal gut von Namen sehen. Wunderschöne Base. Sehr gleichmäßig, sehr ebenmäßig.
Und sehr günstig. Also gefällt mir, meine Haare sind so ein bisschen durch den Wind. Egal, Freunde, gefällt mir sehr, sehr gut. Weiter geht es. Ich habe keinen Bronzer. Ich habe dafür aber, ich dachte, ich habe noch einen Bronzer. Zwei Lidschattenpaletten. Und ich möchte aus diesen Lidschattenpaletten hier diese eine obere Farbe benutzen. Die sieht passend aus. Das ist die Color Icon Stop Playing Safe Palette. Stop playing with me, ich krieg dich nicht auf, Schätzelein. Und das Schöne bei diesen Paletten ist, ihr habt hier so zwei große Fännchen, wo Transition drin steht. Das heißt, ihr habt sehr viel Produkt für Transition und hier nochmal so ein bisschen dunkler, um das Ganze zu vertiefen. Ich nehme jetzt die Farbe hier oben. Ich lege das mal hier ab, weil ich habe gleich keine Hände mehr. Und platziere mir das so ein bisschen ganz leicht als Bronzer hier hin. Okay, zart. Mit einem großen, fluffigen Pinsel kann ich es aufbauen. Ist so ein bisschen schwierig, natürlich jetzt ins Fännchen zu kommen. Aber, Ja, doch, ging gut. Also dafür, dass er nicht dafür gedacht ist, mega. Wir haben noch was für die Augenbrauen. Und da habe ich hier, ich glaube, das ist so eine Augenbrauenpomade. Da ist auch so ein Pinsel mit dran. Ein Pinselchen. Und da ist hier so ein kleines Töpfchen. Schauen wir mal, ob wir das mit dem Pinsel auftragen können. Das ist die Farbe Brunette. Ja, der Pinsel ist nicht so präzise. Ich habe doch aber was anderes hier. Okay. Schöne Farbe. Sehr kühl für mich. Also, ist gut. Ist kühl. Und man kann, also ich habe gedacht, die ist softer, aber die ist ja gar nicht so soft. Ich hatte sie eben schon mal so ein bisschen geswatcht. Kann man sehr schön aufbauen. Living. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ist so ein Dupe zur Anastasia-Pomade, würde ich fast sagen. Die ist nur etwas nicht so ganz weich und schmierig, sondern sie ist ein bisschen fester, sodass ihr sie etwas besser und kontrollierter auftragen könnt. Es gibt natürlich auch noch andere Produkte für die Augenbrauen, beispielsweise dieses Augenbrauen-Kit. Da ist so ein Gel drin und zwei verschiedene Puder und eine Pinzette sogar und so ein kleines Bürstchen. Benutze ich jetzt nicht, das kommt in eine Verlosung für euch. Aber wenn ihr schon so schön nah dran seid, dann machen wir doch was auf die Augen. Und ich glaube, wir benutzen dazu einfach auch diese Palette mal. Die gefällt mir nämlich optisch sehr, sehr gut. Ich nehme jetzt hier so einen Pinsel von Luvia und gehe in diese Farbe Transition rein und gebe mir die auch als Transition Shade mit drauf. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Paletten sehr anwenderfreundlich sind. Also man sieht sofort, also hinten ist natürlich auch nochmal so eine Look-Inspiration dabei. Man weiß, okay, das sind die Transition-Farben, damit fange ich an. Und dann kann ich anfangen, mir zu überlegen, wie soll der Look werden. Ihr seht, das ist ein sehr, sehr softer Ton. Und dadurch, dass ich den jetzt so ein bisschen schon als Bronzer benutzt habe, wirkt das Ganze sehr zusammengezogen. Was ich im Moment total gerne mache, ist, ich gebe mir einen ganz bestimmten Bronzer in meine Lidfalte und toppe das Ganze dann, wo ist es denn? Mit dem Fenty Cognac Candy Diamond Bomb auf mein Lid. Und das sieht so schön aus. Ist eine sehr softe Farbe, aber als Transition Shade sollte das reichen und als Bronzer auch sehr gut. Was machen wir denn? Nehmen wir das Rot? Ja, wir nehmen das Rot hier. Pinsel hat gut Pigment aufgenommen. Und das platziere ich mir auch in meine Crease und verblende das dann so mit der Transition-Farbe. Die Transition-Shade ist ja auch eigentlich immer eher nur so ein bisschen da, um uns so eine Guideline zu geben. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so gut pigmentiert ist. Ich erinnere mich nicht mehr an mein erstes Full-Face Wet n Wild, wie ich das fand, die Produkte. Vielleicht sind sie anders geworden. Ich glaube nicht, dass sie schlecht waren. Ich glaube, der Eyeliner hat mir nicht getaugt, aber ich kann ja jetzt nicht mal mehr einen Eyeliner ziehen. Wie sollte das Ganze dann vor über einem Jahr aussehen. Lässt sich auf jeden Fall wunderbar ausblenden. Sehr, sehr weich. Ich gehe jetzt nochmal in die Farbe Transition hier unten und verdunkle mir das Ganze hier außen so ein bisschen. Doch. Okay. Ach, krass. Ist auch eine schöne Alltagspalette. Was kostet die? Vielleicht 5, 6 Euro? Maximal, never. Aber ich glaube so um die 5 Euro vielleicht. Nehmen wir jetzt was Buntes? Wir nehmen die andere Palette, Freunde. Das ist die My Glamour Squad Palette. Und wo ist jetzt meine Pinzette? Schon wieder. Das finde ich halt immer so richtig abtörend, ne, wenn das so zusammengeklebt ist. Aber gut, das musst du ja machen. Sonst gibt ja immer genug Leute, die da rumgrabbeln drin. Also auch eine. Okay, das ist schwarz. Nehmen wir noch ein bisschen schwarz oder wir gehen noch ein bisschen dunkler hier. Kommt, heute sind wir mal edgy. Das gebe ich mir hier in meine Lidfalte. Das ist so ein klassischer Maxim Giacomo-Look, ne? So, braun, rot. Und dann ganz leicht in dieses Schwarz. Ich habe den Trick mal von einer Make-up-Artistin gelernt. Sie meinte, Schwarz,
in jedem Lidschatten muss der sein und auch in jeder Lidschattenpalette stimme ich ihr zu. Aber dieses Schwarz ist wie bei Facetune einfach, um die Farbe so ein Mini-Stückchen abzuschwächen und so ein bisschen dunkler zu machen. Dieses Toning heißt das bei Facetune. Und damit könnt ihr alles noch so ein bisschen dunkler machen. Sehr, sehr schön. Ich nehme jetzt meinen Finger und gehe in dieses krasse Gold hier. Freunde, wo gehen wir heute hin? Zum Bäcker? Ins Wohnzimmer? Ins Schlafzimmer? Oder sind wir heute mal ganz spontan und gehen mal auf den Garten? Auf der Terrasse? Ich nehme jetzt nochmal einen Pinsel und gehe nochmal in das Gold und mache mir das Ganze etwas schärfer hier oben. Ein bisschen wie so eine Cut Crease. Yes! Ich nehme denselben Pinsel, gehe nochmal hier so ein bisschen in das Rot und meinen unteren Wimpernkranz. Ich habe übrigens kein bisschen Fallout unter den Augen. Das ist ganz bemerkenswert. Bei so Drogerie-Lidschatten stelle ich oft fest, dass das ein bisschen mehr Kickback ist, weil einfach nicht so fest gepresst wird, damit mehr Pigment da ist. Finde ich persönlich nicht schlimm, aber hier fällt mir auf, dass es sehr viel Pigment hat, aber dennoch so ein... Also es hat kein Kickback, es staubt einfach gar nicht. Bin jetzt nochmal so ein bisschen mit dem schwarzen Kajal durchgegangen. Ich glaube, ich habe nichts für die Lippen, Freunde. Aber eine Mascara, die tragen wir nochmal zusammen auf. Das ist die Wet n Wild Max Volume Mascara Plus. Das Bürstchen sieht einmal, okay, so aus. Ist so ein bisschen tannenbaumförmig. Ich mochte auch die gelb-schwarze in dem letzten Video, die habe ich sogar noch. Sehr schönes Bürstchen. Living! Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look. Full Face Wet n Wild. Sehr schönes Ergebnis. Ich liebe die Base. Wundervolle Lidschatten für wenig Geld. Ich habe mir noch so ein bisschen was auf die Lippen gegeben. I like. Freunde, ich bin sehr begeistert. Ist für mich nicht so eine Überraschung, weil ich diese Base-Produkte liebe. Ich dachte, ich zeige euch das Ganze aber nochmal mit Lidschatten und Augenbrauenprodukten und so. Schönes Ergebnis. Sehr günstig. Und es gibt ein Gewinnspiel für euch. Und für alle, die bis hier dran geblieben sind, ich freue mich sehr. Ich verlose 10-mal eine Foundation. Das heißt, also jeder von euch, 10 Leute, können eine Foundation gewinnen. 5 verlose ich hier auf YouTube und 5 verlose ich auf Instagram. Dort findet ihr dann entweder heute oder morgen ein Foto, wo ihr dann gerne drunter teilnehmen könnt. Schreibt mir einfach einen netten Kommentar. Ihr müsst unbedingt Abonnent dieses Kanals sein und ihr müsst unbedingt mir eine Möglichkeit geben, wie ich euch kontaktieren kann. Sei es eine E-Mail-Adresse, euer Instagram-Handle. Also irgendwie, wie ich euch kontaktieren kann, falls ihr dann gewonnen habt. Und ich kontaktiere euch dann privat. Ich freue mich, dass ihr heute hier wart. Vielen Dank an Wet n Wild für die Produkte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.